Moin, ich bin der Stefan und ihr seid auf meinem YouTube-Kanal Deep Orange. Die heutige Folge handelt davon, wie ich mich auf die Suche nach einem Basisfahrzeug für mein Ausbauprojekt begebe. Das Sichten der Anzeigen auf den einschlägigen Internetplattformen brachte eine Vielzahl von möglichen Basisfahrzeugen zutage. Um den Überblick zu behalten, habe ich die für mich interessanten Angebote in einer Excel-Tabelle organisiert. So konnte ich die Daten zusammen sichten und eine Prioritätenliste erstellen, nach der ich filtern kann. Ich bin etwas aufgeregt. Wir fahren uns jetzt das erste Basisfahrzeug angucken. Herne ist ja Zielort. Es ist ein Ford-Transit-Kasten FT350M hochlang. Und ich bin mal gespannt, wie der Zustand so ist. Auf den Bildern sah man nicht ganz so viel, weil der anscheinend zum Teil beklebt ist. Und sind so einige Stellen, wo Rost sein könnte, aber das konnte man, wie gesagt, auf den Bildern nicht genau feststellen. Okay. Schon von außen machte der Ford keinen guten Eindruck. Er wies zahlreiche Roststellen auf, die unfachmännisch mit Rostumwandler behandelt worden sind. Die Ladefläche ist ganz okay, bis auf diese Stelle, die hier ausgerissen ist. Und jetzt kommt der Knaller. Wir werfen mal einen Blick unter das Fahrzeug. Die Baustelle wollte ich mir wirklich nicht antun. Bei den riesigen Durchrostungen wird man da nicht glücklich mit werden. Wie ich erwartet hatte, war der Innenraum in einem sehr schlechten Zustand. Die Sitze waren verschlissen und der gesamte Innenraum war ziemlich runtergerockt. Besichtigung war leider nicht so erfolgreich. Der Wagen hatte, wie ihr gesehen habt, unten Durchrostungen an den Holmen und oben wurde schon mal sehr viel Rost beseitigt und im Gesamten war er auch in einem sehr runtergerockten Zustand. Ich denke mal, er wird für mich nicht in Frage kommen. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Neuss und schauen uns ein Opel Movano Kastenkombi L2H2 mit Anhängerkupplung Klima von 2006 an. Ist ein Handwerkerfahrzeug. Der Verkäufer hatte mir schon gefragt, wofür ich den brauche. Ich sagte ja, Vanausbau. Fragte er mich, ob ich mir darüber im Klaren wäre, dass es ein Handwerkerfahrzeug ist und dementsprechend der Zustand sein soll. Ja, jetzt gucken wir uns einfach mal an, wie der Zustand wirklich ist und ob man da noch vielleicht was draus machen kann. Schon die Schlüsselübergabe offenbarte, dass hier nichts Gutes kommen kann. Der Wagen war von außen in einem dem Alter entsprechenden Zustand. Wie man sieht, hat er hier leichte Roststellen. Ein Schweller war eingedrückt. Die größte Beule befand sich hinten oben an der linken Tür. Auch bei diesem Fahrzeug befand sich der Innenraum in einem sehr dreckigen Zustand. Die seitliche Schiebetür ließ sich nur von innen öffnen. Dabei musste man darauf achten, diese nicht zu weit zu öffnen, da sie sonst aus den Halterungen sprang. Der Unterboden sah gut aus. Hier sind die Opels eigentlich sehr gut konserviert worden. Das größte Problem bestand darin, dass der Motor nicht sofort ansprang und nach dem Start die Kontrollleuchte, Motorelektronik, Vorglühanlage weiterhin leuchtete. Auch konnte man die Motorhaube nicht öffnen, da der Seilzug, um diese zu entriegeln, gerissen war. Ich entschied mich gegen das Fahrzeug, da das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmte. Ich bin gerade hier in Köln und hole das Basisfahrzeug für den Camperausbau ab. Das habe ich vorige Woche gekauft.
Heute Morgen war ich in Düsseldorf beim Straßenverkehrsamt und habe es angemeldet. Habe jetzt gerade die Nummernschilder dabei. Muss das hier so ein bisschen sauber machen, weil es ist ein Baustellenfahrzeug. Da möchte ich mich so nicht reinsetzen. Aber ich zeige euch das am besten mal jetzt. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen Opel Movano von 2007 mit 203.000 Kilometern Laufleistung. Er hat 101 PS, ist mit einer Klimaanlage, einer Anhängerkupplung und einem Dachgepäckträger ausgerüstet. Leider ist der Innenraum der Fahrgastzelle auch hier äußerst verschmutzt. Das Gerümpel muss auch noch entsorgt werden. Wenn ihr wissen möchtet, wie es mit meinem Ausbau weitergeht, folgt mir auf YouTube und abonniert meinen Kanal.